Handshake mit der First Lady der USA. Dieses Foto postet der deutsche Skirennfahrer Felix Neureuther gemeinsam mit der amerikanischen Skifahrerin Michaela Schifrin. Mit dem Handshake gratuliert der Schifrin allerdings nicht nur zum Gesamtweltcupsieg. Er nimmt damit gleichzeitig den US-Präsidenten Donald Trump aufs Korn. Dieser verweigert der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch im Weißen Haus den traditionellen Handshake und macht damit ein erschütterndes Statement für die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Neureuthers Fans feiern seinen Humor. Da heißt es, unter großen Sportlern klappt es mit dem Handshake. Vielleicht solltet ihr es twittern. Und nach dem Horrorszenario der letzten Tage in der Beziehung zwischen Deutschland und Amerika ist das eine richtige Augenweide. Wir freuen uns, dass es wenigstens im Sport zwischen Amerika und Deutschland noch harmonisch ist.